So. Ich kenne keinen Mann, der so schön Liebe besingen kann wie Barry White. Dieser Mann hat einfach eine unfassbar geniale Stimme. Die hat einfach ganz, ganz viel Gefühl. Ja, ich weiß, das klingt jetzt alles schnulzig und das erwartet man von mir. Aber in mir steckt ja auch noch immer ein Mensch. Ja, Käffchen habe ich parat. Tess, wir werden heute mal kein Super Meat Boy spielen, auch wenn wir gerade mehr oder minder frisch in der Dark World angekommen sind. Ich habe gedacht, ich packe heute mal zum Warm-up Tower of Guns raus. Und ja, zum Warmwerden. Dann entscheide ich ein bisschen spontan, ob wir ein bisschen, wenn genug Leute da sind, mal wieder eine Runde Quiplash spielen. Und ich dachte so zum Schluss nochmal Lost Castle. Ich habe es letztens auch mal wieder schick gespielt. Hat mir sehr gut Spaß gemacht. Ich habe es auch endlich geschafft, den Endboss zu besiegen. Sehr geil. Ansonsten habe ich die Tage auch Master of Orion gespielt. Das neue. Ist zwar noch Early Access, aber also Funktionen wie Spionage und der ganze Politkram funktioniert auf jeden Fall noch nicht. Und auch, ich finde, das Kampf-Motion System, ich weiß nicht, da merkt man, dass es auf jeden Fall noch Early Access ist. Aber so, vom reinen Strukturbild her, Welten besiedeln mit Raumschiffen und so, das sieht schon ziemlich nice aus. Ich war kurz überlegen, ob ich es einmal streamen sollte. Hi Thomas. Genau. Aber ich dachte, das könnte unter Umständen extrem boring werden. Ich denke, das werde ich nachher nochmal fragen, wenn ein paar Leute mehr reingezwiebelt sind, ob man darauf Bock hat oder nicht und sei es einfach nur so ein kleines. Oh ja, Master of Orion 2 hat mich sehr viele Stunden gekostet. Ja, guck mal, ich kannte zum Beispiel bis dahin noch gar nicht Master of Orion. Ich hatte damals mit einem Kollegen immer Pax Empire gespielt gehabt. Das ist ja nichts anderes als ein Master of Orion-Klon. Aber was ich da unheimlich geil fand, war der Kampf auf dem Planeten und mit Schiffen. Der war da extrem geil gemacht. Das fehlt mir hier noch ein bisschen bei Master of Orion. Zumindest jetzt bei dem neuen, was aber auch wie gesagt erst Early Access ist. Aber im Großen und Ganzen sehr, sehr geil. Ja, der Orions Gürtel ist was anderes, ja, dezent. Bei Man in Black wissen wir ja, was im Orions Gürtel wartet. Ja, Thomas, wieder unter den Lebenden. Übrigens, Samstag war hervorragend bei Dennis. War eine sehr, sehr schicke Feier. Ich sehe, dir hat es ja auch gefallen gehabt, Thomas. Hast du eigentlich da gepennt? Ich weiß gar nicht, bist du irgendwie mit Taxi weggekommen oder so, ne? Jo, das ist nett, dass du einmal reinschaust, das freut mich. War auf jeden Fall eine grandiose Feier am Samstag. Hat richtig Laune gemacht. Ich war irgendwann mal erschrocken, als ich auf die Uhr geschaut hatte und es war schon 3 Uhr morgens, wo ich dachte, so, huch, oh, ging jetzt schnell. Aber war richtig gut, ey. Dennis musste am Sonntag auch noch mal ran zum Fegen. Sehr amüsant. Wer hatte nicht viel Schlaf? Sascha war direkt da. Er sagte, es ging direkt so weiter Samstag. Es ging direkt so Sonntag weiter wie Samstag. So rum. Aber war richtig geil. So. Ich würde sagen, wir starten erstmal gleich das erste Spielchen. Direkt zum Warmwerden. Da kann ich ja zwischendurch gleich immer noch mein Käffchen in Ruhe weiter trinken. Wie gesagt, das erste Spielchen, was wir spielen, Tower of Guns. Ein sehr schickes Spiel. Ist ein Roguelike-Shooter. Ja, Prost, genau. Ich finde es super. Also der Multichat da unten scheint jetzt auf jeden Fall alles vernünftig mit aufzuzeichnen. Er hat bisher kein einziges verschluckt wie sonst davor. Du warst Sonntag kurz da, um das Auto zu holen. Oh. Ja. Aber eine gute Feier. So. Wer Tower of Guns nicht kennt, wie gesagt, ist ein Roguelite-Ego-Shooter. Und zwar die kurze Geschichte. Wir sind ein Junge in dieser Stadt und mitten in dieser Stadt steht, wie man vielleicht da so im Hintergrund sehen kann, ein riesiger Turm. Und es gibt die Sage, wenn man oben an der Spitze ist und diesen Turm besiegt, dass man die Welt rettet, weiß der Geier was. Die Story ist eigentlich Hintergrund. So, und mit jedem Mal neun tun wir hier, wie man sieht, unterschiedliche Waffen freischalten. Das ist die Waffe, bei der ich es immer noch probiere. Und hier rechts habe ich Perks. Ein Triple Jump am Anfang, immun gegen Fallschaden.
Loot, der niemals verschwindet und, und. Sinn und Zweck, ich möchte ganz gerne die Waffe endlich mittlerweile freischalten. Und überall, wo ein Stern ist, heißt, mit diesen Waffen haben wir den Endboss schon besiegt. Das ist der Turm von Ion. Ja, nicht ganz. Ich meine, ich habe Ion ja auch gespielt, sehr lange. Wirklich sehr lange, zumindest bis 2.0 rauskam. Mit 2.0 ging alles den Bach herunter. Ach, Chromede war so ein schöner Server, ne? Und dann haben sie uns einfach... Ne, Chromede, Entschuldigung. Wotan waren wir. Ganz früher waren wir Wotan und dann wurden wir auf... Ich glaube, Chromede fusioniert. Irgendwie sowas war das. Ah, das war toll. Wer es auch immer kennt, ich weiß nicht, auf welchem Server ihr war. Ich war einer der bösen Awaken-Jungs. Also ganz früher war ich bei Buena Nezakan. Das war eine Heldenlegion auf der Elios-Seite. Naja, ich wollte eigentlich Kreel spielen, aber meine ganzen Kumpels hatten Tauben gespielt. Daher kommt, joinst du mal. Und wir haben ganz klein angefangen und die Kollegen waren etwas... Ah, hallo Fred. Etwas schnarchtüchiger als ich. War ziemlich geil auf PvP. Und so bin ich damals dann von Buena Nezakan nach Awaken gewechselt. Hatte eine schöne Zeit da, auch wenn man nicht immer sehr beliebt war. Aber naja, gut. Mit 2-0 ging es dann leider den Bach herunter. Achso, Honda, das ist Fred Z. So, aber wollen wir mal anfangen? Kaffee trinken kann ich immer noch. Ich glaube, wir nehmen heute mal die Aquaknarre und wir nehmen den guten alten Loot Will Never Vanish. Und Game Mode nehmen wir hier unten Dice Roll. Das heißt, jeder Raum hat eine andere Fähigkeit. Und wir wollen den freischalten Beat Stage 7 in Endless Modus. Also, Endless Modus an und ab geht die Post. Ich dachte, es wird einfach mal wieder. Genau, die gute alte Aquaknarre. Ja, genau, Shiggy. Ah, schön. 100%. Ach, hat mir das ein bisschen gefehlt. Ich hab's ja schon einige Streams davor mal immer gezockt gehabt. Das hier sind, wer es nicht kennt, klitzekleine Räuberchen, die mich alle heute lieb haben. Ach, guck mal. Schick, ne? So, aber das Problem ist, sie müssen leider erhalten, weil ich brauche deren Loot. Man tut ja den Menschen, die man lieb hat, ungern weh, aber manchmal, ne, geht's nicht anders. Sind ja auch keine Menschen, sind Roboter. Da fällt mir was anderes ein. Ja, zu Aquaknarre fällt mir auch was anderes ein. So, dann schauen wir mal, was der erste Raum für uns parat hat. Da unten links im Bild taucht gleich ein Spruch irgend auf. Unten rechts schon. Ah, okay. Also. Das wird uns gesagt, wir werden jetzt geforst zum Springen. Was ich persönlich jetzt natürlich nicht so geil finde, aber... Naja, der Raum könnte auch weiß der Geier was haben. So, hier ist, wir kennen den Raum schon, hier ist ein Secret. Oh, da ist richtig Asche hinter, das finde ich gut. Haben wir vielleicht ein Doppel-Secret? Schauen wir mal gerade. Schlimm ist, ich kann nichts dagegen tun, dass ich die ganze Zeit hüpfe. Aber für den ersten Raum ist das okay. So, jo, lass mal hören. Fred, wie hast du den Sonntag verbracht? Auch noch am Ausnüchtern? Oder... Wie lief's bei dir? Samstag, wie gesagt, war echt ein super Abend. So, Dice Roll. Half Damage. Okay, also wahrscheinlich nicht nur ich halber Schaden, sondern auch der Gegner. Problem an der Waffe ist, ich habe noch nicht genug Damage. Weil, wie rechts man sehen kann... Tut sich die Waffe mit diesen kleinen blauen Schilden aufladen. Und je mehr sie sich aufgeladen hat, genau, haben wir das im Level up. Das heißt, es vergrößert den Damage-Radius. Ja, genau. Wie war es eigentlich? Was hat Sascha mit ihm machen lassen? Ich habe nur so ganz grob hören sagen. Würde mich mal interessieren. Ich wusste nur, dass er irgendetwas für vorbereitet hat, ein paar Spielchen. Was ist das doch bis 19... Ah, Dennis, ein wunderschön. Ey, Jungs, oh mein Gott, das sieht ja richtig gut aus. Ich würde sagen, wenn das bei den Leuten jetzt gerade bleibt, steigen wir nach einer knappen, zarten Stunde
um auf ein bisschen Quiplash. Ich habe heute ernsthaft richtig... Oh, scheiße, eine Kanone, danke. Richtig Bock, wieder ein bisschen mit euch Blödsinn zu machen. Würde mich auf jeden Fall... Irgendwo hat es gezischt, das heißt, irgendwo ist ein Gegner gespawnt. Ach, das sieht gut aus. Wie 30 Kronkorken. Verstehe ich nicht ganz. Das, was Sascha da mit dir vorhatte oder gemacht hat. 30 Kronkorken oder wie? Wessen ist ein nächster 30er? Weiß ich gerade gar nicht. Weiß gar nicht, wer als nächstes dran glauben muss. Gibt ja auch die paar, die sich davor gedrückt haben, die ja eigentlich dran sein müssten, ne? Mir fallen da ja so ein, zwei ein. Eva ist die nächste. Oh, fuck. 30 Kronkorken versteckt. Oh, shit. Was war denn das Herrengedeck? Nur Korn, oder wie? Aber mich wundert es gerade. Ich habe hier irgendwie nichts abgegriffen. Ich hatte wenig Secrets jetzt im Lauf und habe schon direkt den Boss. Das stinkt mir ein bisschen. Aber ich sehe auch gerade nicht, wo ein Secret sein könnte. Naja. Kornbier. Ach, hier ein Bier und ein Korn. Ach, guck mal. Mama Spinbot. Das ist okay. Die kann nicht viel, wenn ich in der Ecke stehe. Guck mal. Der erste Gegner, ein Witz. Lachhaft. Ich habe auch noch keinen Triple Jump oder so. Das ist auch noch ein bisschen schade. So ein extra Jump am Anfang, das hätte schon viel gebracht. So. Also man kann ja verschiedene Items aufsammeln im Spiel. In dem Fall habe ich hier einen Bunker Buster. Okay. Sinnloses Item. Alter, wie lange hast du gebraucht? Oder sagen wir mal so, wie viel musstest du trinken, bis du 30 Kronkorken gefunden hattest? Oh Mann, ey. Wow. Warst du denn noch halbwegs fit? Oder hatte dir der Samstag an dir gezerrt gehabt? Okay. Also. Alter Vater. Ja, das war dann ein sehr volles Wochenende für dich. 100%. So muss das sein. Ich glaube, bei meinem 30. war ich am Sonntag auch noch immer betrunken. Ah, das erste Health-Update. Nice. Was mich jetzt gerade ein bisschen ärgert, ist, wir haben nicht viel Secrets gefunden. Ja, mit Nerf Guns, das wusste ich irgendwie noch grob. Oh, es gab auch echt nicht viele Secrets. Wir haben auch nur ein Drittel gefunden. Naja, weiter geht's. Auf zur zweiten Welt! Bis Leute halt unterwegs. Hi, Leni! Schön, dass du reinschaust. Aber du bist heute unterwegs. Das ist so schade. Ich wollte eigentlich nachher eine Runde Quibble spielen. Vielleicht schaffst du es ja nachher noch. Die Nerf-Dinger sind richtig geil, wenn du an der Spitze vorne eine kleine Heftzwecke befestigst. Das ist dann richtig witzig. Dice Roll, 100 Money. Ja. Okay. Also der AOE-Schaden mittlerweile der Waffe ist gut. Das Einzige, was mich jetzt nur noch gerade stört, ist... dass die ganze Scheiße hier in die Lava fällt. Und ich dann erstmal gleich den AOE fressen muss. Naja, nehmen wir erstmal den Damage. Ich will ja schließlich das Weapon abhaben. Aber so viel ist da gar nicht runtergegangen. Geht ja noch. Oh, guck mal, und hier haben wir das Secret. Das war ziemlich eindeutig. Schwager hat Beastly. Beast Day, Birthday. Ja, Leni, wünsche dir viel Spaß.
Und Deadpool kann ich als Film nur empfehlen. Ein sehr, sehr guter Film. Ah, schade, hier ist nichts, ne? Ah, dann müssen wir den Damage nochmal tanken. Ah, aber er hat noch ein Secret. Oh, habe ich 100? Oh, sauber. Das ist ein Weapon Mod. Der ist übrigens extrem nice. So früh ist ein Bounce. Das ist extrem nett für den Anfang. Super. Ach, darum ist Sven nicht hier. Ah, das erklärt das. Ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Deadpool hat mir persönlich richtig Laune gemacht und ich war positiv davon angetan. Daher wünsche ich dir gleich viel Spaß beim Kino. Ja, noch ist Sven arbeiten, aber das war nicht. Hallo Kunter, einen wunderschönen guten Abend. Okay, der Dice Roll Slow Motion. Das heißt, wir machen jetzt alles langsamer. Wir müssen auch jetzt langsamer reden. So. Aber nicht die ganze Zeit, das wird auf Dauerplan so machen. Nervig. So, meine lieben kleinen Freunde, die Pisskanonen. So, aber es hätte weitaus schlimmer sein können, was uns der Dice Roll beschert. Das Schlimme am Dice Roll ist einfach, so 80% ist, oh, ja, nee, klar, difficult up. 80% ist meistens so richtig crap, was du erwürfelst. 10% sind gut. Und der Rest, nee, das ist verwertbar. Habe ich den eingesammelt? Nee, Gott sei Dank nicht. So, ich will den Weapon ab. Gehen wir mal außen rum. Gut. Also wie gesagt, ich kann persönlich Deadpool nur wärmstens empfehlen. Ein sehr, sehr guter Film. So, ich will jetzt auch mal gleich schauen, was dieser blöde. Mich ärgert das, dass ich keinen Sprung habe, ne? Also kein Doppelsprung. Was macht dieser Bunkerbuster? Das ist irgendwie. Ah, okay. Macht eine große Welle. Und warum droppen die Gegner nur Difficult Plus? Finde ich jetzt nicht so geil. Vor allem den Raum kenne ich noch gar nicht. Fällt mir mal gerade so auf. Ich hatte hier echt schon ein paar, aber der ist vollkommen neu. Etwas für mich. Boah, das sieht aber zumindest ganz vielversprechend aus, was hier alles so liegt. Krieg ich irgendwas davon? Nee, oder? Aber guck mal, da hinten sind die Pfeile. Das ist meistens ein Zeichen dafür, da ist was. Oder ist der Ausgang, eins und beiden. Ich würde ja gerne hoch, ne? Okay, hier ist der Ausgang. Gibt's da irgendwo vielleicht vorne noch einen Weg weiter hoch? Ich glaube, da konnten wir die Treppe noch weiter nach oben gehen. Okay, was habt ihr da Schickes geschrieben? Also, wir drehen gerade Guardians of the Galaxy 2. Sauber. Sylvester Stallone spielt bei Guardians of the Galaxy mit. Also beim zweiten Teil. Ist mir irgendwie entronnen, die Info. Wusste ich gar nicht. Was soll er denn spielen? Okay, also ich komme tatsächlich hier oben hin. Das heißt, wir können doch noch Glück haben und hier vielleicht ein Secret ergattern irgendwo. Einzig nervig ist natürlich die Slow-Mo. Ha! Immerhin ein Sprung. Das ist ja schon mal viel wert. Den habe ich mich die ganze Zeit gewartet, bis ich meinen ersten finde. Ah, und da hinten. Ich weiß nur nicht, ob wir das dahin schaffen. Ob der Abstand ausreicht. Ja, reicht. 100%. Ah, das ist schick. Ist hier noch was? Er hätte ja ein Übersecret sein können. Das kennen wir ja auch schon.
Ist ein Gerücht. Okay. Wäre interessant, aber was, ich meine, Sylvester Stallone ist mittlerweile echt alt, ne? Boah. Ich mir vorstelle, obwohl ich sagen muss, der letzte Film mit Sylvester Stallone gesehen habe, war hier der neue Balboa, wo er ja den alten Balboa spielt. Okay, Days Roll. Tiny XP Loot. Ja, da kann ich wohl mit leben. Das ist schon mal ganz anständig. So. Der neue Balboa, beziehungsweise der alte Balboa, fand ich persönlich recht gut. War gut gemacht. Hat stimmungstechnisch auch gut reingepasst, fand ich. Also da haben sie sich echt Mühe gegeben. Kann man auf jeden Fall schauen, wenn man mal einen Abend was machen will. Ja, der war echt gut, ey. War ich positiv von überrascht. Hätte ich jetzt so nicht gedacht gehabt. Okay, also eigentlich will ich da oben hin. Aber ich glaube, da komme ich noch nicht hin. Schade eigentlich. Gibt's vielleicht einen Umweg, den ich nehmen kann? Über die Wand? Nee. Okay, wir haben zu wenig Sprünge. Ah, mein Onkel schreibt mir gerade. Moment. So. Wo hat's uns hin teleportiert? Alles klar. Habt ihr es gerade gesehen? Die alten Arschnasen, ne? Oh Gott, ich hasse diese Verfolgungsdinger da oben, wie die Pest. Wenn ich das richtig gesehen habe, sackt der Boden hier ein, seht ihr? Die alten Schweinehunde. Oh, da will ich hin. Den brauche ich auf jeden Fall. Ah, 100%! So. Und hier kriegen wir nochmal einen weiteren, also links im Bild seht ihr die Helsleiste. Die wird sich jetzt gleich nochmal steigern. Lässt sich übrigens bis zu 5-mal steigern. Das ist aber auch das absolute Maximum. Auch wenn mein Hels gerade nicht ganz so rosig aussieht. Oh fuck. Guck mal, da oben. Oh. Und dann geht's hier die ganze Zeit weiter. Ja, ärgerlich. Eigentlich möchte ich dahin. Big Shot. Also ich muss sagen, ich fand den neuen Balboa persönlich besser als Southpaw. Southpaw hatte ich mir auch angeschaut gehabt. Fand ich jetzt nicht so geil. Also das war schon ziemlich zu krass glorifizierend aufgedrückt. Ging so. Da fand ich echt den neuen Balboa besser. Ja. Naja gut. Wir kommen da aber leider nicht in den Raum rein. Nee, nicht mal ansatzweise. Obwohl. Nee, oder? Oh. Da ist wohl 100 Money hat der Raum schon mal. Also einmal probier's noch. Na. Lassen wir gut sein. Gehen wir weiter. Ach Gott, meine Freunde da hinten, ne? Ich sehe schon, ich habe ein kleines Kollisionsproblem. Ja, habe ich. Aber nichts, was wir gehandelt kriegen. Ach, schick, ne? Ich habe mich ehrlich gesagt heute ein bisschen drauf gefreut gehabt, dadurch, dass wir es jetzt länger nicht mehr gespielt hatten. Aber ich persönlich habe sehr, sehr viel... Danke. Und ich renne natürlich auch erstmal genau rein. Sehr viel Freude an dem Spiel. So ein schicker, schneller Shooter. Und dann auch noch Roguelike, das heißt, er spielt sich immer anders. 100%. Irgendwie genau mein Ding. Clown of Blu-ray, gut. Warte mal, ich muss gerade erst... Guck mal hier, der Hinweis, dezent. Ja, da war er. Zack. Ja, Lumpen haben die da wieder was versteckt gehabt. Ein bisschen Geld, aber das schadet ja auch nicht. So. Aber erstmal alles töten, was uns im Weg steht. Töten! An diesem wunderschönen Weltfrauentag. Irgendwas schießt noch auf. Ach nee, das sind meine Abpraller. Okay. So. War hier da noch was versteckt? Hatte einer drauf geachtet? Ich nicht. Was haben wir denn hier noch? Ah, guck mal, da haben wir noch was.
Und wie kommen wir da rein? War hier ein Weg nach unten? So, jetzt hat er ein schönes geschrieben. Ich kenne gar nicht den Film Der Clown. Ich kenne noch diese alte RTL-Serie mit Der Clown. Dieses Billig-Ding da. Wie soll ich denn hier reinkommen? Ich möchte da rein, weil... Obwohl, es Energy nur, ne? Gibt's hier irgendwo eine Lücke? Sieht nicht danach aus. Okay. Aber wir sind eigentlich recht gut equipped. Gehen wir erstmal zum Boss. Ich sollte aufpassen. Ich habe immer noch Reflect bei der Waffe. Sollte ich dran denken. Ist jetzt nicht der geilste Weapon-Mod, aber immerhin ein Weapon-Mod. Und der Bunker-Bastard, naja, ich weiß nicht. Oh Gott, das Drecksrad. Oh ne, oh, der Ball. Ah, aber wir haben extrem viel Damage gerade. Das finde ich gut. Das läuft. Weapon-Mod, Rapid. Viel besser. Als Bounce. Oh yeah, baby. 100%. So. Wo sind meine kleinen Freunde? Spendet mir euer Leben. Denn Papa braucht es. Irgendwo ist noch einer, oder? Eins, zwei. Noch was suchen hören. So, Health Badge 3. Und wir haben auch richtig Asche, ne? Mit 300 noch was. So ein Shop wäre jetzt eigentlich ganz geil mal. Aber ich glaube, wir haben nicht viele Secrets gefunden. Ich behaupte mal 20%. Doch 60. Also irgendwie haben wir da gerade einen schlechten Schnitt. Ja, der Clown von RTL. Wie gesagt, das war das Einzige, was ich kenne mit der Clown. Ich kenne sonst keinen anderen Film. Okay. Ja, werde ich mir vielleicht mal bei Gelegenheit antun. So. Wie läuft's denn? 46 Minuten, 100%. Ah, was war das? Der zweite Boss, glaube ich, ne? Drücken wir mal ein bisschen auf die Tube. Ich möchte auf jeden Fall heute nochmal den Turm platt machen. Dice Roll, Lootfest! Oh, Lootfest ist so die beste Ansage seit langem. Oh yeah, baby. Lootfest ist so richtig gut. Ficker. Rapid ist auch nice. Und das Schönste ist, Loot never vanish. Ah, Multiple Destruction. 100 pro, ey. Ich bin, glaube ich, voll equipped. Loot kann erstmal liegen bleiben. So, irgendwo muss es ein Secret geben. Was gibt es hier? Glaub nichts, ne? Wir können höchstens da die Wand nochmal ausprobieren, ob es da durchgeht. Ne. Also runter ins Nichts. Bumbi, ein wunderschön. Heute an diesem wunderschönen Weltfrauentag. Ich hoffe, du hast deinem Weibchen gratuliert. Oder irgendwie, keine Ahnung, was gekauft. Na? Also eigentlich, denke ich, könnte ich da oben noch hin. Aber das Problem ist, wir haben zu wenig Sprünge. Daher sparen wir uns das Ganze und gehen mal direkt weiter. Wir sind ja voll gemaxt durch Lootfest. Tiny XP Loot. Och, wir haben heute jetzt so... Oh. Okay, also die Dinger sind richtig scheiße. Weil wenn die hochgehen, machen die eine Kettenreaktion. Mit dem, genau. So, und jetzt kann ich mich hinstellen und zuschauen, wie alles hier um sich herum in die Luft geht. Ich hoffe, ich haut einigermaßen mit dem Spawn hin, dass ich sie brauchbar kaputt kriege. Aber es sieht gerade recht gut aus. Yes. Was hast du deiner Frau denn Schickes geschenkt? Mit deinem schmalen Etat, was du besitzt. So.
Ich habe es nur zischen gehört. Ah, okay, oben sind die Dreckskanonen. Aber kein Problem. Wir schauen mal. Ich weiß gar nicht, war hier unten noch irgendwas? Hier ist zumindest ruhig. Hier sind keine Gegner. Alles chillig. Ach, mein Onkel ist auch anwesend. Hallo Onkelchen. Schön, dass du reinschaust. Ich spiele gerade eine Runde Tower of Guns. Nee. Hier ist gerade echt nichts. Naja, gehen wir weiter. Das freut mich. Oh, ja. Wie ihr seht, die ganzen kleinen Kanonen da oben, die es gerade auf mich abgesehen haben, das war das letzte Flup-Geräusch. Das ist dann immer der direkte Sound dafür, dass irgendwo was gespawnt ist an Gegnern. Okay. Dice Roll. Ich habe ein Drittel meiner Armor. Nicht so geil. Okay. Hier habe ich schon mal einen Flammenwerfer. Und... schauen wir mal, dass wir gerade hier das Gefährlichste am Anfang weg ausraten. Hopp. Voll. Ja, habe ich auch erstmal direkt einen ins Gesicht bekommen. Der Nachteil bei einem Drittel Armor ist, wir schlucken leider gerade richtig Damage. Jetzt muss ich hier ein bisschen ausweichen. Was hast du geschrieben? Stehe ich hier gerade sicher? Ja, ich stehe safe. Du rennst ins Nichts. Ja, das passiert mal bei mir, dass ich ins Nichts renne. Das kennen meine Freunde. Ah, und da haben wir auch das Secret. 100%. Guck mal, das wusste ich gar nicht, dass es hier ist. Das ist, man hat eine Range, in der man automatisch um sich die Items einsammelt. Damit erhöhe ich diese Magnet-Range der Items. Das ist ziemlich nett für den Anfang. So, ich weiß gar nicht, war hier hinten nochmal Kleinigkeit? Nee. Okay, dann setzen wir uns zurück am Anfang. Das können wir, indem wir die Taste C länger drücken. Damit setzen wir uns wieder auf Level beginnen, ohne dass wir irgendeinen Verlust haben. Und jetzt sehen wir zu, dass wir hier... Wo sind die? Ach, da oben sind die. Ich hab mich schon gefragt, wo die ganze Zeit die Bälle herkommen. Da oben ist auch noch irgendwo einer. Hm. Ja, ist aber, glaub, ich weiß gar nicht, was war Ansage. Tiny Loot? Nee, oder? Normalerweise, wenn ich genug... genug Sprünge hätte, würde ich probieren, da oben über die Raketen auf eine höhere Ebene zu kommen. Aber wir haben nicht genug Sprünge. Und es sieht auch leider gerade nicht ganz so rosig aus, dass wir das so einfach hinkriegen. Daher sparen wir uns das, seht ihr? Man könnte jetzt hier hochklettern. Um bis an die oberen Welten rankommen. Aber ist nicht drinne. Wir kümmern uns stattdessen direkt erstmal um Boss. Okay. Ach, die Orgel. Die Wand voller Türme. Das einzig Nervige sind dann eigentlich diese lila Bälle, die einen verfolgen. Weil die hören auch nie auf. Die müssen die ganze Zeit abgelaufen werden. Ich hoffe, wir haben jetzt mindestens ein brauchbares Item bekommen. Danke. Okay, und wir haben... Ah, ich glaube, das Gitternetz ist das, ne? Ja. Das ist okay. Damit kann ich zumindest arbeiten. Das heißt, direkt weiter in die dritte Welt. So, meine kleinen Gitter. Sammeln und looten. Wunderbar. Kriegen wir das jetzt nochmal ein bisschen hochgedrückt. Ich glaube... Secret-technisch war auch wieder nicht allzu viel, ne? 20%, ja. Total 44 gefunden. Ach ja. Ja, läuft nicht ganz. Egal. Dafür läuft die Waffe und der Dice Roll ist bisher auch ganz angenehm. Also wir hatten noch nicht so richtig Arschloch-Dice Rolls. Es war entweder nur so, naja, lästig oder... richtig gut und der Dice Roll jetzt fast forward. Jo. Wir hatten vorhin Slow-Mo, jetzt gibt es halt Fast-Forward. Und auch der Spawn hier mit den einfachen Kanonen, der sieht extrem gut aus. So. Jetzt muss ich nur in Fast-Forward-Modus. Habt
den Sprung hier vernünftig hinkriegen. Das ist doch tatsächlich etwas ungewöhnlich. Ah. Herrgott. Marie! So. Kann ich den noch anders nehmen? Ne, kann ich glaube ich nicht. Geben wir den noch einen Try. Okay. Ja, dass das jetzt so schnell ist, ist jetzt gerade ein bisschen das Ärgerliche. Darauf komme ich gerade noch nicht mit dem Timing ganz so klar. Ach, scheiß drauf. Schade eigentlich. Ich hätte den Loot gern geholt. Aber irgendwie sei er mir nicht gegönnt. Na ja, komm. Vielleicht wenn ich hier rüber. Ich möchte da eigentlich hoch, weil ich weiß, da ist ein Secret. Oh Mann. Na komm. Ach, fick dich. Ah, geht doch. Terrible Loot ist übrigens der sag ich doch, kommt hoch. Terrible Loot ist übrigens im nächsten Raum. Was jetzt nicht ganz so geil ist, aber. So, und da oben kann man eigentlich wunderbar hoch. So, das heißt, wir nehmen das ganze Zeug, was hier noch steht, mit. Und machen das Beste draus, was wir können. Ja, ich glaube, dafür habe ich echt zu wenig Sprünge, um da oben hinzukommen. Das ist auf jeden Fall Secret. Oh, dabei ist der Raum eigentlich ziemlich gut, ey. Oh, Panzer und Laser. Okay. Ah, das wird schon. Wir haben schon Schlimmeres überstanden. So, ich glaube, wir haben fast alle tot. Ja. Genau. Das Schöne ist, wir haben da oben eine Bank und da hinten. Und wir haben genug Geld, um uns das auch noch leisten zu können. Das ist gerade richtig gut. Nimm ihn seitlich, ja. Ich kann leider nicht alles seitlich nehmen, Onkelchen. Aber ich bemühe mich stets. So. Ja, nee. Also dafür zahle ich kein Geld. RIP Plus ist nämlich mal so... richtig Arschloch und ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich will es haben. Gerade weil ich es noch nicht kenne. Sechs Sekunden bis Lootfest. Oh mein Gott, Lootfest, Lootfest. Lootfest. Ja? Oder, ach, ich mache dann in sechs Sekunden, für sechs Sekunden ein Lootfest. Ah, okay. Das ist gar nicht so schlecht. Damit ist zumindest zu arbeiten. Müssen wir gleich nur einmal wieder aufladen. Ich hatte eigentlich auch Half Damage. Nicht so geil. So. Das war ein ziemlich simples Secret. Die Frage ist nur, was mit den anderen? So, was haben wir denn hier im Repertoire? Okay, das Level ist eigentlich ziemlich simpel. Das ist hier nur ein bisschen durch die Gegend. Aber das werde ich jetzt gerade manuell ablaufen. Einfach, weil ich die Health Package haben will. Normalerweise... würden wir ja hier uns
durch die Röhrenschleusen. Aber mein Health ist nicht ganz oben. Und das möchte ich zumindest einmal auffüllen. Nee, das ist kein Secret. Schade. Okay, also es sieht normalerweise so aus. Aber, wie schon gesagt, wir nehmen das gerade seitlich, weil, genau, hier liegt meist gern nochmal was. So habe ich genug Geld, aber man kann nie genug haben. Jo, viel Spaß auf jeden Fall bei Diablo. Pause weg. Mach meine alten Klassen allen stolz. So, das sind übrigens so Suizidbomber, die auf dich zugeflogen kommen, nur in der großen Variante, und dich dann mal gehörig wegschnabulieren. So. Oh, hier ist ein Batch getroppt. Das ist schön. Oh ne, ich hasse diese kleinen Türme, ne? Wie die Pest. So, sieht so aus, als gibt's hier was. Ja, hier gibt's was. Und zwar ein weiteres Health Badge. So, ist der Kollege down? Der ist down. Das können wir uns sogar vernünftig kaufen. Und ich werde auch gleich, wenn eine nächstgrößere Gegnerhorde kommt, nochmal das Lootfest aktivieren. Weil das ist mittlerweile voll aufgeladen. Wie man oben rechts sehen kann. So, ach guck mal. Das hier ist übrigens Itemladen, bei dem ich nicht weiß, was kommt. Also das ist ein Random Item. Kann auch totaler Scheiß sein. Aber wir kaufen mal. Aber bei 89, das ist schon etwas teurer. Okay, eine Mystery Box. Mystery Box sagt, wenn ich diesen Bereich da oben aufgeladen habe, löse ich was aus. In dem Fall ist nichts passiert. Lootfest ist ganz geil, aber ich brauche eigentlich noch ein paar Items vom Boss. Ich nehme tatsächlich jetzt mal die Mystery Box. Ich möchte ein bisschen random-like den Zufall überlassen. Oh, fuck. Ja. Was ich Schickes bekommen werde und was nicht. Okay, da kann ich nicht drauf gehen. Das ist extrem schade. So, die Schüsse gehen auf jeden Fall nur in die Mitte. Das ist schon mal für uns von Vorteil. Das ist ein bisschen frickerig heute. Aber ich glaube, wir haben sämtliche anderen Kanonen außer Gefecht gesetzt. Ah, guck mal hier. Ein weiterer Sprung. Sehr schick. So, ich glaube, Secret kommen wir gerade sowieso nicht ran. Die Waffe ist ziemlich gut weit oben. Wir haben 4 Heldsbalken schon. Tiny XP Loot. Okay, kann ich mitnehmen. Oh, fuck you. Genau, das sind diese Suizidbomber hier, die ich meine. Die sind nicht so geil. Und das Schlimme ist jetzt, also was heißt Schlimme? Ist jetzt Nachteil. Also Tiny XP Loot heißt, es droppt halt auch nur XP für die Waffe. Nichts anderes. Und das ist natürlich dann in dem Fall von Nachteil, weil wenn ich jetzt Helds brauche, droppt es nicht. Ihr seht, der ganze Boden ist hier blau. Ja. Und da oben ist übrigens das Secret. Das sehe ich schon. Weiß gar nicht, ob hier auch noch was ist, aber es sieht nicht danach aus. Okay. Ach hier, mein guter Freund, die Cluster. Ah, komm. Jawohl. Den haben wir. Dann nehmen wir den dicken da von der Seite auch noch. Und dann haben wir es. 100%. Aber ihr seht, ich krieg halt kein Health mehr, ne? Das ist auch nicht so geil. Wäre zwar super, also am Anfang ist das echt so die ersten 1-2 Level. Wenn du da stehst, ist das richtig geil, weil du die Waffe schnell maxed hast. Aber jetzt im Nachgang vom Bossraum. Und ich komme da oben nicht hin, ne? Ich habe nicht genug Sprünge. Auch da komme ich, glaube ich, nicht hin.
Ich könnte es vielleicht hier rüber probieren, mich abzustützen. Aber ich glaube, drei Sprünge dürften zu wenig sein. Obwohl, na, vielleicht mit einem Zwischenstopp. Probieren wir es mal gerade, ob ich mich da irgendwie draufstellen kann. Nein. Okay, Crit Chance Up habe ich gerade bekommen. Ich habe also ausgelöst, meine Mystery Box. Hilft nichts. Weiter geht's. Ah, okay. Das ist der kleine störrische Block hier. Okay. Der Boss ist übrigens auch neu für mich. Keine Ahnung, ob das jetzt... ob es hier für ein Update gab oder nicht. Wo ist denn der? Ah, okay. Oh, nee, ernsthaft? Jetzt muss ich die ganze Zeit, also sozusagen hier die Schilde. Oder hatte ich den schon mal? Ich bin nicht sicher. Da hinten ist noch einer. Ja. Oh, das geht. Da haben wir schon schlimmere gehabt. Fängt das Drehen an, er versperrt wieder. Ja, okay. Das ist ein bisschen Duck and Cover. Schön die Health Pads mit einsammeln. Er dreht sich auf jeden Fall schneller. Ich muss natürlich mit meinen eigenen Schüssen aufpassen, weil die haben halt einen Drecks-AOE-Effekt. Und wenn ich da zu nah dran stehe... Ja, okay, den Schaden nehme ich lieber von... Ne, ich muss hier... Wow, Junge. Du bist gerade extrem unfreundlich. Ist er down? Ja, aber. Das war knapp. Also es war wirklich... Jetzt etwas anstrengender. Okay. Portable Transmission Fluid. Ah, ich bin besoffen, dafür habe ich mehr Damage und mehr Armor. Naja. Fast wie Meal Life, wa? Ja, wie ich abgehe. Ah, komm. Das ist schön, dass ihr da seid, weil ich habe kaum Leben. Das Secret ist übrigens da oben. Aber... Ja. Zu wenig Sprünge, ne? Aber bis zum Boss dürfte das auf jeden Fall reichen. Ich hoffe, wir kriegen noch 10%. Kriegen noch ein bisschen was zusammengerandomt mit dem Item. Also ein bisschen Damage up wäre noch ganz schön. Und vielleicht Armor up. So, wir sind so mittlerweile in der letzten Welt. Das heißt, da ist wohl XP-Leech-Modus. Okay, XP-Leech-Modus heißt auf gut Deutsch, mir geht jetzt mein Weapon-Level gewaltig auf. Aber ich muss auch gerade sagen, ich habe auch echt gerade etwas Pech, was die Gegner hier angeht. Oh, fuck you. Oh, mein Leben, mein Leben, mein Leben. Also es gibt auch Räume, wo dann nicht XP geleached wird, sondern sowas wie Health. Das ist eigentlich das Beste, man rennt direkt durch. So, nothing happens, schade. Ja, wenig Leben. Ich habe da jetzt keine Zeit und musste da hochzuspringen, weil ich den nächsten Raum gerne hätte. Dice Roll, Painful Landings. Okay, heißt nicht springen. Wow, 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 wow. Schlimmste sind gerade... Also wirklich, die... kleinen Pissviecher. Die verursachen gerade den meisten Schaden. Fuck! Ah, schade. Schade, es war eigentlich echt ein ziemlich guter Run.
Agility Stats. Das lief eigentlich. Er lag 5 sogar zusammen. Schade. Wie 412? Wie? Hä? 412 mal gestorben oder was sagst du? 412 Gegner getötet? Habe ich irgendwas verpasst? Win Death Rotation. 40 Runs, viermal geschafft. Ja, bin ich kaum mal 5 Minuten weg. Ja, schade. War echt gut, ey. Ich würde sagen, wir steigen mal aufs nächste Spiel um. Daher. Stoppe ich mal kurz die Aufnahme im Moment.